Hallöchen und herzlich willkommen mal wieder zu einer kleinen Runde League of Legends. Und wir spielen jetzt hier einfach mal ein Koop gegen Bots mit quasi. Und ich habe mir auch einen neuen Charakter zugelegt namens Snoopy, so wie es sich gehört. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. So, und ich habe das Spiel schon jetzt schon länger nicht mehr gespielt, habe aber jetzt schon einige Level hinter mich gelassen. Und schauen wir mal, wie wir hier so abschneiden werden. Tralala, ich hatte ja früher auch mal so ein paar Einführungsvideos gemacht, wie man mit Ash spielen sollte, etc. Das werde ich natürlich auch versuchen zu befolgen, ein wenig. Wir haben uns schon einen Heiltrank gekauft und den die Dornenklinge. Erstes ja, Blut. Eine schöne Klinge. Angriffsschaden plus 8, Leben 80 und Lebensraub 3%. Immerhin. Anfangs-Items halt. So, verwechselt Gnade, was man schon machen kann bei den Bots, ist natürlich schon mal ein wenig vorlaufen und denen Hallo sagen. Oder man macht es eher komplett falsch. Weiter zusammen. Also, so sollte man das dann nicht tun. Ein schönes Paradebeispiel. Wie sage ich nicht Hallo den Bots, sondern bringe mich gleich direkt um. Du kriegst auch noch ein Pfeilchen. Ja, voll Ash. Ash gegen Ash, das finde ich immer sehr schön. Gott, oh Gott, oh Gott, die stirbt ja gleich noch. So, sie wird wahrscheinlich jetzt nach hinten gehen und sich porten. Wir gehen mal hier ins Büschchen hinein. Versuchen, rüber zu Ash zu kommen. Geben ihr einen kleinen Schuss und verziehen uns wieder. Bing, bing, okay. Ja. Ich hab dich, Odi. Komm doch her. Okay, hat die echt Aufnahme bekommen. Ja, wir haben's gesehen. In der Mitte, da bimmelt jemand. Achso, okay. Der auch wieder sich darüber aufregt, dass zwei Leute in der Mitte sind, was eigentlich relativ sinnlos ist. So, jetzt können wir den Heiltrank mal trinken. Eieieiei, gegen zwei Bots alleine ist nicht so prickelnd. Naja. So, updaten wir mal. Man sollte eigentlich in der Regel erstmal hier die Minions möglichst liegen, sprich den Last Hit machen. Na komm. Na, das Fitzelchen an Energie, das hätte ich nochmal geben können. So, dass wir nämlich hier auch das Gold kriegen. Natürlich ist es immer super, wenn der Teammate das Gold abgreift. Vor allem, ich weiß gar nicht, was ich mit der Olaf. Wunderbar. Aber egal. Lass ihn ruhen. Deswegen benutze ich manchmal auch ein Gold-Item, was eigentlich für echt sinnfrei ist. Außer man hat ein super Teammate, die einem jeden Kill zielt. Sprich bei den Minions. Kommt, den schaffen wir! Jawoll! Haha, ich hab ihn getötet! Sehr nice! Bin ja eher mal gespannt, ob ich gleich wieder rumliegen. Da hat die Mutter, oh, Killstealer und sowas. Aber das tut unserer Portokasse ganz, ganz gut. Und ich hab's ja nicht absichtlich gemacht. Ich glaub, gegen die Ash kommen wir nicht. Nicht allein. Ja, schon zusammen draufgehen. Da klappt jemand zusammen auch nicht. Ich glaube, die ist an den Minions gestorben. Okay, da kommt schon wieder die andere. Nicht gut. Und der nächste stirbt. Oh Gott. Okay, Leute.
So sollte man das nicht tun. Verwechselt. Ja, ja, du kommst mir jetzt bis zum Tower hinterher. Meine Minions werden dir erstmal eine reinbürgen. Okay, sie kommt nicht mal bis zum Tower hinterher. Bitte um Hilfe, okay. Top Lane. Ja, die wird sich jetzt hinterm Tower verschanzen. Aber wir müssten dann auch bald mal weggehen. Und Mana wiederholen. Oha. Langsam aber doch. Ja. Ist ja auch ein bisschen lieber. Der wird sich wahrscheinlich jetzt mal antworten. So, und auf den Tower. Ja, ihr könnt ja mal sagen, wenn ihr mehr League of Legends sehen oder lieber nicht. Das ist ja, ne? Vielleicht werde ich dann auch mal wieder mit anderen spielen. Haltet zusammen! Ja, was? Komm, Minion, hier. Ja, so. Bin natürlich nicht der beste Spieler, aber es geht ja mehr um den Fun in dem Sinne, gerade wenn man zu mehreren Leuten spielt. Holla, holla, holla. Geh mich weg, du. Naja, zum Glück sind die Bots nicht so aggressiv. So. Lalalala. Werd mal noch die Runde hier mitmachen. Möglichst noch mit dem Gold einkassieren. Wir haben mittlerweile 1000. Okay, das ist nicht viel, aber für den Anfang reicht. Nicht wieder zu mir, nein. Ich werde uns nicht in die Irre führen. Diesmal auf den anderen. Ah, jetzt hat er tot. So, 5, okay. Das sollte für das erste Quid so ein bisschen reichen. Okay. Und unsere Ulti ist ready. Okay. Wir sind jetzt schon Level 6. Das sollte man auch sein. Wir sind jetzt mit drauf. Na, nicht wieder wegrennen. Okay. Naja, vielleicht muss ich der Ulti noch ein bisschen warten. Das wäre sinniger gewesen. Wir müssen schnell weiter. Aber ja. So, ein paar Minions wieder abgegrast und Edge auch noch getroffen. Würde jetzt der Teammate mitmachen, ne? Dann hätten wir gewinnen keine Chance. Ich hab zu wenig Mana. Um die Salve oder ähnliches wieder abzuschießen. Das war ein schlechter Angriff, würde ich sagen. Aber egal. Jawoll. Den Minion haben wir auch noch mitgenommen. Jetzt geht sie schon wieder back. Okay. Komm, schieß ihn. Ach, damit. Der gibt natürlich richtig schön Geld. Gold, besser gesagt. Jawoll, schön daneben. Warum willst du? Ja, den Tower, das ist super. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weg und werden uns ein bisschen hier mit Sachen eindecken. Diejenigen, die mit Ash und so weiter normalerweise spielen, die werden jetzt den Kopf schütteln. Aber ich nehme jetzt eine Medaille des Nomaden, damit ich einfach ein bisschen mehr Gold kriege und ein bisschen Rüstung. Ja, Lebensregeneration. Das Teil ist gar nicht so schlecht. Sagen wir mal so, das seht ihr vielleicht später noch. Warum ich das Teil eigentlich
geil finde. Es gibt Gold dafür. Wir haben ein bisschen Defense. Legendär. Doppeltötung. Der liegt aber da los in der Mitte, ne? Back. Der ist schon fast durch. Also er ist schon am zweiten Tower vorbei. Und ist schon am Base Tower gleich. Und schon Level 10. Wir sind gerade mal Level 6. Liegt aber teilweise auch daran, dass hier unten einige sehr schön gestorben sind. Und mir laufen die Minions geklaut werden. Ist immer ganz schlecht im ADC, also Attack Damage, der quasi die Minions zu klauen, weil die kommt dann nicht zu einem guten Equip. Okay, machen wir zu dritt diesmal einfach Platz. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dreifachtötung, Alter. Ihr habt einen Gegner getötet. Jo, wir haben einen Gegner getötet. Das ist immer was Schönes. Allerdings, ich bin ja so der Teamplayer. Ich dachte immer, Hauptsache er ist tot, egal wer ihn getötet hat. Und ihr seht schon, jeder Minion, der jetzt gelegt wird, gibt mir 6 Gold. Damit komme ich dann noch ein bisschen auch mal zum Schwit. Wie gesagt, macht gerne den Botgame, dass ich einfach mal so ein Teil mir hole und dann sag, ja, egal, Gold kriege ich auf jeden Fall. Egal, ob ich jetzt den Nachschlag mache oder nicht. Oh! Sag mal. Sag mal einfach. Okay. So, die Esche sind jetzt erstmal nicht so rangekommen. Okay, der Tower ist jetzt auch schon leicht wie dir. Das ist schon mal sehr gut. Ja, komm her, Esch. Weil die ist fast schon wieder voll. Na gut, dann müssen wir sie dann unter Tower haben. Müssen wir erstmal den Tower legen, damit wir dann an Esch rankommen. Die hat übrigens auch ihre Ulti. So wie ich auch. Ich bin lieber müsste schon sein, ja. Ich bin jetzt Level 7, okay. Ist gar nicht keine gute Idee. Gott, warum ist der erst Level 5? Okay. Ich arbeite. Mein Gegner wurde getötet. Aus dem Gebüsch raus. Eine schlechte Idee eigentlich. Ich sag ja, ich bin nicht unbedingt der beste Spieler. Will ich auch gar nicht sein. Spiele auch kein Ranked oder so. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Unterm Tower die Ash anzugreifen. Macht immer richtig fett Sinn. Ein Gegner wurde getötet. Dank fürs Minion-Klauen, das ist wieder sehr nett von dir. Wir verfügen, sag mal. Ihm geht es aber ja nicht gut hier, ne? Gemeinsam sind wir stärker. Naja, es gibt halt auch welche, die machen sich noch einen 2-Charakter oder so. Die dann in so einem Botgame absolut abdrehen. Ein Gegner wurde getötet. So, jetzt haben wir mal ein bisschen kassiert hier. Ja, wir haben schon wieder 1900 Gold. Das Ding läuft, das sieht gut aus. Später kann man dann auf das normale Equip von Ash gehen. Einfach töten.
Ja, der Gute, der rockt richtig ab. Ne? Ja. So, jetzt wollten wir da wieder rausgehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut, gut. Nicht reingehen. Halte zusammen. Ich spiele natürlich auch einige Anfänger mit, die man gesehen hat, die dann auf den Turm rennen und solche Späße. Was dann eben noch nicht sinnig ist. Oder auch Pfeiler kämpfen in diesem Sinne. Weil sie nicht hinter den Minions stehen, sondern sich mitten reinstellen. Okay, die Minions sind gleich tot. Wir schauen mal in die Mitte. Lalala. Das sieht auch schon mal sehr nice aus. Wir sind schon an den inneren Türmen. Damit schießen wir auch schneller. Wir sind ein Volk. Ja, vielleicht gehe ich mal eine Runde jungeln oder so. Wäre auch mal nicht schlecht. Euer Team hat einen Turm zerstört. Aber das gewinnen wir hier locker. Oder besser gesagt, wir haben es schon gewonnen. So, Karl Schokolade.